Jetzt sind wir wieder, Andi und Sylvie. Nachdem wir 2008 unser halbes Jahr am Mittelmeer fertig gemacht haben, sind wir wieder zurück am Falkensee. Dort sind wir noch eine Saison geblieben, 2009. Und auf die Saison 2010 sind wir dann an den Bodensee gewechselt. Den See kannten wir schon von früheren Ausflügen mit unserer Bonita. Die haben wir dort schon zweimal hingezogen und sich der Falkensee einfach zu klein geworden. Das Revier ist uns zu klein geworden, genau. Und ja, dann haben wir beschlossen, Andi hat irgendwie vorgeschlagen, wir können doch ab 2010 an den Bodensee gehen und damit den ja vom Urlaub her schon ein bisschen kannten. Und dann war ich auch gleich einverstanden, weil hat mir auch immer gefallen. Und dann war es so, dann haben wir nach einem Platz geschaut, ohne Boot, das ist schwierig. Dann haben wir leider sagen müssen, na gut, wir müssen unsere Bonita verkaufen und haben dann ein neues Boot mit Liegeplatz gekauft im Hafen Ultramarin bei Goren. Genau. Unsere Bonita war ich ein super Schiff für auf dem Bodensee gewesen, aber wie es Livi schon gesagt hat, man bekommt ganz schlechten Liegeplatz, so gut wie gar nicht, ohne ein neues Boot. Und so haben wir im Hafen Goren Ultramarin in dem Hafen ein Schiff gekauft mit Liegeplatz und es war eben die Estrella, eine Bavaria 960, ein super Schiff, 3 Meter breit und 9,60 Meter lang. 3 Meter breit ist für den Bodensee ideal, weil da gibt es viele Häfen mit Dalben, wo man 3 Meter gut reinkommt. Genau. Ist nicht zu groß für den Bodensee, hat genau die richtige Größe. Bodensee ist auch ein tolles Segelrevier mit vielen Häfen, in die man reingehen kann. Der Bodensee hat dieses System, hat so kleine Schildchen an jedem Liegeplatz. Da kann man auf Rot oder auf Grün stellen, je nachdem, ob der Platz frei ist oder belegt ist. Und dann hat man da gute Möglichkeiten, in den Hafen reinzugehen und zu gucken, ah, schau, da ist grün, da ist ein freier Platz. Oft steht auch das Datum noch dabei, bis wann er grün gestellt ist. Steht ja immer dabei. Sollte eigentlich immer dabei stehen, genau, sollte man auch immer einstellen. Genau. Und dann ist man auf der sicheren Seite und kann da in fremde Häfen wechseln. Genau. Nee, super Segelrevier. Das ist nur eine knappe Stunde von uns zu Hause weg. Wesentlich größer. Man kann auch mal eine Stunde, zwei mit Spinnack in eine Richtung segeln. Hervorragend. Und jetzt stellen wir uns mal ein bisschen vor. Wir machen da zwei Videos draus. Einmal mit unserem ersten Schiff, mit der Estrella, mit dem wir ein bisschen aktiver gesegelt sind, auch einige Regatten gesegelt sind. Und im zweiten Teil unsere Polaris. Dazu aber dann im übernächsten Video. Oder im nächsten. Bis dann. Tschüss. Die Estrella hat uns beim ersten Mal anschauen gleich so gut gefallen, dass wir den Kauf gleich fix gemacht haben. Hier wird die Bavaria 960 in den Hafen Ultramarin bei Goren eingekrant. In diesem Hafen haben wir nun unseren zukünftigen Liegeplatz. Der Hafen Ultramarin ist der größte am See und es liegen darin ca. 1300 Boote. Wenn der Wasserpegel vom Bodensee entsprechend hoch ist, kann man weit in den Alten Rhein hineinfahren und dort auch festmachen und übernachten. Da die Estrella keine Spreehut hatte, haben wir uns eine anfertigen lassen. Die Estrella war in sehr gutem Zustand, als wir sie gekauft haben. Wir haben sie aber trotzdem optisch und technisch noch etwas aufgewertet. Von unserem Segelclub, dem MSL, haben wir die Estrella dann taufen lassen. Gelobenes! Jawohl! Wir geloben es!
Nochmal, weil es so schön war. Wir geloben es. Oh, jetzt. Edles Trinkwasser aus dem Laken Botanischen. Der stolzen Eignung Andreas Brink auf den Namen Estrella und wünsche dir immer eine Handvoll Wasser und Dankeschön. Wir haben einen sehr schönen Liegeplatz in unserem Hafen, bei dem manchmal kleine und auch große Besucher vorbeikommen. Bei Föhnsturm oder wie hier bei starkem Westwind kann der Bodensee auch sehr ungemütlich werden. Wie immer mehr die Garten mitgesegelt sind, wurde die Estrella aufgerüstet und es kam ein neuer Spinnaker. Ich habe mich für einen sehr flachen Spiel entschieden, da dieser sehr variabel einsetzbar ist. Und die Spinnakerfarben durfte Silvi aussuchen. Heute ist der 27. Juli, wir segeln von Immenstadt und der Spinnaker Richtung Hart.
lässt leider Wind ein bisschen nach, sondern es sind 6 Knoten. Schade. Lebe ich auch wieder da. Durch den neuen Spinnaker und das vergrößerte Großsegel bin ich im Yardstick um 2 Punkte von 105 auf 103 herabgestuft worden. Ein paar Bilder vom Dreiländer Cup, der Bodensee quer und vom Ultramarine Cup. Zweieinhalb Minuten vor Start. Ich filme jetzt mal durch die Spreehut, wo man wahrscheinlich nichts sieht. Doch, man sieht ganz, ganz, ganz viele Boote. 300, 340. 27,5. Oh, da vorne schreien sie schon. Da vorne schreien sie schon, hört ihr sie? Überall Schreiraum. Raum. 2 Minuten. Ganz schön eng. Bei uns war gerade so eine schöne Lücke, Schatz, da müssen wir durchschießen, siehst du? Aus wie lange? 28,20. Gehen wir den mal raus. Gib die Kugel mal da rechts. Das ist der Hammer. Hohenfiel als Startboot. Guck mal, wie die zusammenhängende Füße. So. Tani vor mir, Tani, schau mal. Hier, zu mir schauen. Jetzt. Da fahren wir jetzt ganz cool Kannst vorbei. Du nicht, guck mal, wie die da rechts zusammenhängen. Ja, jetzt gehen wir doch. Jetzt gehen wir doch auch. Du passt ganz gut. Guck mal, wir fahren durch alle durch. Das ist lustig, hä? Ja. Die nehmen sich gegenseitig im Wind, das wird uns auch wieder passieren. Ich glaube, da kommen wir noch ganz gut vorbei. So kann es gehen. Komm jetzt, Bruder, schieb mal an, Mädchen. Schau, jetzt verliert man Speed, Tanja. Was? Jetzt verliert man Speed, weil die uns der Wind nehmen. Anni, wie schaut es im Spiel aus? Brauchen wir? Schau mal da vorne, die haben auch schon gesetzt. Ja. Ach, ich filme schon wieder, ich wollte Foto machen, ist egal. Er zieht. So viele bunte Segel. Er zieht! Oh. Ich frage mich, wo der da vorne hin segelt. Der hat irgendwie einen ganz komischen Kurs. Die Maralunga. Der hat einen Spielbaum auch auf der anderen Seite wie wir. Mal gucken, wie bunt ist da vorne ist das Feld. Wahnsinn, ja. Schön. Die Rundum startet abends in Lindau, geht durch die ganze Nacht und wenn es gut läuft, kommt man am nächsten Morgen ins Ziel. Ich bin ganz schön erschrocken, als in der Nacht die Rettungsweste von selbst ausgelöst hat.
Samstag, 15. Juni, auf dem Weg nach Konstanz. 7,4 Knoten segeln wir gerade. Das ist der Weg nach Konstanz, Höhe Fährlinie Friedrichshafen-Romanshorn. Wunderbarer Wind, Anleger. Unter Autopilot, wir müssen überhaupt nichts tun, geht alles automatisch. Ein absoluter Traum. So soll es immer sein. Sonne scheint. Heute Nacht übernachten wir in Kreuzlingen, schon ein paar mehr Platz kriegen. Bald geht was. Hier waren wir zum Seenachtsfest im überfüllten Hafen in Kreuzlingen in der Schweiz. Von Kreuzlingen aus kann man mit dem Ausflugsboot bis nach Schaffhausen an die Rheinfälle fahren. Westlich der Insel Mainau kann man wunderbar ankern und wenn man etwas Zeit hat, kann man die Insel natürlich auch besichtigen. Da es am Bodensee oft sehr wenig Wind hat, haben wir uns einen Kurzierer gegönnt, der vorne am Bugkorb angeschlagen wird. Samstag Pfingstwochenende. Morgen ist Pfingstmontag. Nein, Sonntag. Morgen ist Pfingstsonntag, genau. Fast kein Wind, wir laufen aber 4,16, über 5 Knoten mit dem Kurzierer. Wunderbare Geschichte, man sieht, dass fast kein Wind ist und auf der Lok haben wir 5,2 Geschwindigkeit. Sonne geht gerade unter, gefühlt noch 20 Grad oder 25 Grad. Sonnenuntergang ein bisschen zum Sehen. Wunderbar. Die Segel sind optimal eingestellt. Ach, Traum. Das ist das wahre Leben. Genau, kurz auf den Speed. Slidig weg. Kopf weg. Kein Wind, 5,6, 5,12. Traum. Neue Kurzierer ist absolut Traum. Und geht wie Sau. Optimal eingestelltes Segel. So muss es sein.
Hier liegen wir im Hafen in Sipplingen. Wenn man gleich neben dem Hafen den Hügel hinaufläuft, hat man einen wunderschönen Blick über den Überlinger See. An der Haltmau. Im Sommer ist dieser Hafen richtig begehrt, wie man sieht. Bei ruhigem Wetter direkt an der Uferpromenade festmachen und Eis essen gehen. Hallo Klaus! Heute ist schon 2. Juni und der Klaus segelt bei uns mit. Und wir haben richtig viel Wind. Genau, wir lassen es krachen. Hier sind wir kurz vor der Hafeneinfahrt in Lindau. Und so schön ist der Sonnenuntergang beim Ankern. Der schöne große Hafen in Hart in Österreich. Hier liegen wir in Hornwest in der Schweiz und hier in Hörnliburg in der Schweiz. Fünfte, 8:45, wir machen gerade Abendessen, hat super lecker geschmeckt, Sonnenuntergang, ich filme mal ein bisschen. Da drüben ist das Nonnenhorn, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da kommt es dann der Pfänder, Regens. Rheintal, Wetterwinkel. Da kommt der alte Rhein raus da drüben, wo die Berge sind, was hell ist. Wunderschöne Abendstimmung. Schauen wir mal noch vor, dass wir sehen, was wir gegessen haben. Das ist da
ein Video für schlechte Wetter, dass ich motivieren kann wieder, dass irgendwann der schönste Wetter kommt. Das Zelt wird schon abgeräumt. Topf steht noch da, da war das Gemüse drin. Jetzt unsere ersten 5 Jahre am Bodensee mit der Estrella von 2010 bis 2014 und dann hat es wieder einen Bootswechsel gegeben. Ja, zur Saison 2015 haben wir uns spontan entschieden, ein neues Boot zu kaufen, halt ein anderes Boot. Haben uns damals eine Seejacht gekauft mit Mittelcockpit aus 2 Gründen. Einmal wollten wir einfach ein bisschen mehr Luxus haben, ein bisschen mehr Komfort, ein größeres Bett. Das ist ein Center-Cockpit gewesen, das Mittelcockpit. Mit begehbarer Achterkajüte im schönen großen Bett. Die hat dann ganz viel Ausstattung gehabt, elektrischen Winschen und alles Mögliche. Und wir haben damals schon den Plan gehabt, das war der zweite Grund, dass wir das Boot mal zu meinem 50. Geburtstag, ich war damals 47, zum 50. Geburtstag wieder mal Mittelmeerauszeit nehmen möchten oder was Ähnliches. Ja. Und haben gedacht, okay, kaufen wir uns ein Boot, haben dann schon 3 Jahre im Bodensee, ein bisschen mehr Komfort. Und das Boot ist ideal auch fürs Mittelmeer. Und die wollten wir eigentlich dann mit runterziehen, ans Mittelmeer irgendwo hin und dann da nochmal eine Auszeit machen. Das war so der Plan von uns. Es kommt immer anders, als man denkt. Ja, mittlerweile sind wir bei der Horizon. Aber das war der Grund, dass wir uns damals dieses Schiff gekauft haben, was auch ein tolles Schiff war, absolut. Und das stellen wir euch im nächsten Video vor. Das kommt dann im nächsten Video. Was vielleicht noch interessant ist, die haben wir in Lübeck oben geholt. Wir haben sie dort angeschaut, wie schon gesagt, ganz spontan. Silvester rum war das. Haben sie angeguckt und haben sie dann gekauft und haben sie dann von Lübeck an Bodensee bringen lassen. Genau, das ist auch gar kein Problem, man muss nur aufpassen. War innerhalb Deutschland relativ easy und relativ günstig. Genau, und aufpassen muss man am Bodensee wegen Motorzulassung. Das wissen die meisten, aber der Motor darf nicht älter als Baujahr 1993 sein. Muss dann ein gewisses Zertifikat haben und dann ist das gar kein Problem. Muss halt die Seeventile dicht machen und dann kann man auch ganz ohne weiteres ein Boot von der Ostsee oder von Sandstuhl am Bodensee bringen. Aber dazu im nächsten Video mehr. Danke fürs Anschauen. Danke fürs Anschauen, genau, und hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht es gut. Tschüss.